Hallo, willkommen zum neuen Video. Heute mache ich den Indianer-Tipi-Hintergrund. Wie immer habe ich das schwarze Chromalux-Papier. Farben sind schwarz und weiß, opak. Decktöne und die restlichen Farben sind transparente Lasuren. Nennen sie auch Candy Colors. Ich lege mit Weiß erstmal so ein bisschen den Hintergrund vor. Das heißt also, im Bereich des Horizonts mache ich das volle Weiß. Und jetzt decke ich ein bisschen die Wolken vom Hintergrund ab, färbe die ein bisschen grau ein. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Ob so, dass da so ein bisschen Hintergrund ist. So, jetzt kann ich dann zur zweiten Schablone wechseln. Da werde ich dann ein leichtes Grau einsetzen. So, und anschließend werde ich jetzt das gesamte Bild mit den Lasurfarben einfärben. In dem Fall nehme ich Blau. Das Schöne bei Lasurfarben ist halt, dass sie immer einen hellen Untergrund brauchen, damit sie überhaupt wirken. Also mit dem Schwarz bleibt die Farbe schwarz. Und je nachdem, wie intensiv ich das Weiß gesprüht habe, desto intensiver kommt diese Candy-Farbe raus. Wie an anderen Stellen, wie man bei oben sieht, das dann fast ins Dunkelblau tendiert, wo wenig Weiß da ist. So, jetzt kommt die letzte Weißschablone. Da sind jetzt die ganzen Highlights in dem Szenario drin. Oben einmal kurz abdecken, damit man nicht ein Overspray bekommt. Schon hat man ein schönes Szenario. Ich habe es jetzt letzter Zeit eingesetzt, wenn ich Motorradtanks zum Beispiel machen muss mit Indianern. So ist das jetzt halt sehr schön, schneller, detailreicher Hintergrund, den man auf die Seite vom Motorrad machen kann. Also vom Motorradtank oder auf den Seitendeckeln. Es geht sehr schnell. Und man kann dann halt für kleines Geld dem Kunden noch ein Motiv anbieten. Ein paar Sprenkeln, Mond, ein bisschen die Wolken ausarbeiten. So kann man das noch ein bisschen individueller gestalten. Kann natürlich auch noch andere Farben nehmen. Alles, was halt zum Gesamtbild passt. Ich habe jetzt gerade nochmal den zweiteiligen Mond gemacht. Einfach nur die beleuchtete Frontsichel einfach ansprühen. Ein bisschen hinten. Schon hat man einen plastischen Effekt. Jetzt lege ich noch so ein paar Schatten an von den Tipis und dem Pferd. Und dann werde ich mit Weiß auch nochmal den Horizont ein bisschen aufhellen. Und es ist auch ganz schön, dass man zum Beispiel jetzt bei dem Indianer oder bei dem Pferdekopf auch nochmal eine leichte Aura setzt. So kommt dann der bessere Hell-Dunkel-Kontrast zur Geltung. Und genauso gehe ich nochmal über die Wolkenkämme drüber,
Und da werde ich jetzt noch ein paar Sterne machen zum Ausdekorieren. Und dann wäre das Bild fertig. Wenn es gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Es sind fast 700 Videos. Und dann bis demnächst. Ciao.